Herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich mach mal eben ein bisschen weiter runter. So, wir waren im letzten Part stehen geblieben bei den sieben Marktplätzen hier. Ihr wisst schon, was ich meine, sieben Sternen-Marktplätze. Keine Ahnung mehr, wie das hieß. Und ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg, ein bisschen Neverwinter noch zu erkunden. Also Protectors Enclave, meine ich. Und ich bin gespannt, was es hier noch so gibt. Die Karte... Ach, Mann, ey. Der Karte nach zu urteilen, haben wir fast alles gesehen. Fast alles. Danke, ich möchte eigentlich... Nein, ich möchte... Oh, Mann, nächstes Fenster so. So, da unten ist noch irgendwas. Da kommen wir... Aber irgendwie nicht hin. Da ist aber ein Lagerfeuer. Da wird wahrscheinlich eine Quest lang führen. Das kann gut sein. Dann gehen wir jetzt hier nochmal so durch. Dann hier runter. Hier den Gang. Einfach mal alles, was so dunkel ist, ein bisschen anhellen. Oh, was ist denn hier eigentlich? Postbote und Turm des Wandelns. Da waren wir auch noch gar nicht. Ha, das ist doof. Kann ich einen Marker setzen? Kann ich sogar tatsächlich, aber ich werde eigentlich die andere Seite laufen. Ich verarsche jetzt das Spiel. So. Ah, guck mal. Jetzt hat das gemacht. So. Ein bisschen rumlatschen, ein bisschen gucken. Eigentlich dürfte jetzt hier nichts wirklich weiter Wichtiges sein. Okay, da kommen wir mal einfach mal so nicht durch. Auch nicht schlimm. Aber guck mal, da ist jemand zum Sprechen. Hier ist auch allgemein was. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Aufträge. Seid gegrüßt, Abenteurer. Was für Neuigkeiten möchtet ihr hören? Neverwinter. Neverwinter ist das Juwel... Alter. Wie viel gibt's denn? Krass. Neverwinter ist das Juwel des Nordens. Weltbekannt und so berühmt wie die Stadt des geschickten Hände. Der geschickten Hände. Obwohl sie während der katastrophalen Ausbruchs von Mount Houtenau, keine Ahnung... zerstört wurde, ist sie jetzt unter der glorreichen Herrschaft Lord Never Embers von Waterdeep wieder auferstanden. Erzählt mir mal über die Katastrophe. Vor über 20 Jahren brach der Mount Hotnow, oder ja, wahrscheinlich Hotnow, keine Ahnung, in einer gigantischen Explosion aus. Risse im Boden, alles verbrennende Lava und umherfliegende Felsbrocken machten aus dem schönen Neverwinter eine Ruine. Die meisten Bewohner flohen oder kamen bei dem Unglück um. Seit Lord Neverember hier ist, blüht die Stadt neu auf. Uns ist klar geworden, dass die Katastrophe kein Ende, sondern eine Chance für einen Neuanfang ist. Ich würde gerne noch etwas anderes fragen. Nee, warte, Neverwinter. So. Wie geht es mit dem Wiederaufbau der Stadt voran? Der Wiederaufbau der Stadt läuft gut. Der alte Stadtkern wurde als Protectors Enclave wiedergeboren und wir sehen uns bereits nach neuen Vierteln um. Großartige Arbeit wurde bereits im Bettlerviertel, dem Hafenviertel und weiteren Gebieten geleistet. Bald wird ganz Neverwinter in alten Glanz erstrahlen und wie in neue Höhen aufsteigen. Okay. Nein, ich bin noch nicht fertig mit Neverwinter. Mann. Ich würde noch gerne... Ah nee, das war's. Doch, das war's. Nee, das war's jetzt aber auch mit uns. Ich werde mir den Typen einfach mal merken. Oh, hier gibt's auch noch ein paar Leute. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Dann lesen wir den Rest mal später. So, wer bist du denn? Es ist... Oh, was bist du denn für einer? Es ist lange her, dass wir Drachengeborenen uns so weit aus unserem Volk entfernt haben. Ich habe einige Fragen an euch. Wer seid ihr? Ich bin Criff, Schriftgelehrter und Historiker. Ich bin gekommen, um die Taten eurer Soldaten zu dokumentieren. Okay, ich habe weitere Fragen. Ich muss versuchen zu sprechen, wie Ferg es tun würde. Mein Charakter. Das vergesse ich immer. Erzählt mir etwas über die Geschichte der Drachengeborenen. Ha, das ist eine lange Geschichte. Ich werde euch die interessanten Teile erzählen. Vor gerade mal einmal 150 Jahren lebten wir in einer anderen Welt. Unsere Leute waren die Sklaven der Drachen. Doch dann ist unsere Welt Abeya mit eurer Welt Toriel zusammengestoßen. Wir wurden alle hierher befördert und waren von unseren Drachenmeistern befreit. Heute können wir über unser eigenes Schicksal bestimmen und sind von der Herrschaft der Drachen befreit. Oh, es geht noch ein bisschen. Doch am interessantesten ist wahrscheinlich, wie wir entstanden sind. Es gibt viele Geschichten und die meisten sind ungenau und widersprechen sich. Als die Drachen unsere Meister waren, erzählten sie uns oft,
das Lo die Drachengeborenen erschuf, um den Drachen zu dienen. Eine weitere Legende besagt, dass die Drachengeborenen aus den vergossenen Blutstropfen von Lo entstanden sind, als er im großen Dämmerungskrieg getötet wurde. Eine weitere Legende besagt, dass wir die Erstgeborenen dieser Welt waren und dass Lo die Drachen nach uns als Agenten der Zerstörung erschuf. Wer weiß, welche Geschichten wahr sind und welche nicht. Jetzt, wo wir frei sind, wird uns niemand mehr sagen, dass wir zu glauben haben. Nicht einmal mehr untereinander. Jeder Drachengeborene muss selbst entscheiden, was er glaubt. Das finde ich gut. Das sollte auch hier auf dieser in dieser echten Welt, wo wir leben, auf der Erde, sollte es, der läuft einfach durch den, okay, sollte es auch so sein. Jeder sollte glauben, was er will, finde ich. Religion ist halt, ja, frei. Finde, ja, genau. Religion ist frei, Religion heißt nicht umsonst Glaube und ich finde, dass man nicht alles um Religion machen sollte, vor allem keine Kriege. Das ist einfach nur lachhaft. Einfach nur lachhaft. So, das habe ich gerade gemacht, ne? Genau. Gut, interessant. Der Herr Drachengeborene Postbote. Ja, wow. Okay. Gut, dann sind wir jetzt auch hier, glaube ich, durch. Ich glaube, da können wir doch mal hin. So, Mondsteinmaske. Das ist nämlich einfach genau hier oben. Und da dies dazugehört, werde ich das natürlich auch machen. Was ist das denn hier? Viel Spaß hat es mir gerade gewünscht. Oh, was ist denn das? Nachrichten prüfen. Aha. Ihr seid den Abenteuer hier? Vielleicht könnt ihr euch anheuern. Nein. Kann es sein, dass mein Spiel total leise ist? Also mein Spiel ist zwar leise, aber... Aber es ist auf jeden Fall nicht aus. So, da kann ich jetzt rein. Okay, was ist denn hier? Habe ich jetzt einen Dungeon betreten? Das wollte ich nicht. Wahrscheinlich ist die Mondsteinmaske so eine Art... Keine Ahnung. Okay, was geht denn hier bitte ab? Alter, was ist denn das hier bitte? Hi. Willkommen in der Mondsteinmaske. Mein Name ist Lisette Cheddar, Besitzerin und Betreiberin. Was kann ich euch Gutes tun? Was kann ich hier tun? Die Mondsteinmaske bietet ihren verehrten Gästen eine Auswahl von an wohlschmeckenden Speisen. Sie dient gleichermaßen als neutraler Boden für Verhandlungen und Anlaufpunkt für Entspannung und Geselligkeit. Okay, ich verstehe. Wenn ihr auf der Suche nach Erlebnis und Abenteuer seid, die euren Können entsprechen, solltet ihr eines meiner gut informierten Schankmädchen fragen. Sie sind, was diese Dinge angeht, immer auf den neuesten Stand. Hm, interessant. Erzählt mir doch bitte mehr über diesen faszinierenden Ort. Die Mondsteinmaske war einmal ein gewöhnliches Wirtshaus, aber als die Zauberpest Neverwinter heimsuchte, sackte das Land rings um uns ab und unser Gasthaus begann Richtung Himmel zu schweben. Zum Glück waren einige Gäste gedankenschnell genug, uns mit einigen Seilen festzubinden, als es passiert ist. Timora war an diesem Tag dabei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Heutzutage ist die Mondsteinmaske das beste Gasthaus und die exquisiteste Lokalität in ganz Neverwinter. Die Wünsche unserer Gäste sind uns Befehl. Wenn ihr irgendwas benötigt, egal was, wendet euch direkt an mich. Blowjob bitte. Nein, Quatsch. Ich suche einen Händler Vaukens. Vaukens, echt, suche ich? Oh ja, Vaukens. Wahrhändler haben hier in der Mondsteinmaske einen ihrer Händler in goldenen Umhang. Er ist hier für unsere werte Kundschaft. Ihr findet ihn im Erdgeschoss des Gasthauses, stets bereit, euch zu helfen. Alles klar. Ich kann hier also mehr verhandeln, ja? Das ist also so der Ort, wo man sich so sagt, Alter, ich bin hier, kommt her. Gesandter der Göttin. Nee, Moment. Okay. Mehr über die Belohnungen Vaukens. Die Göttin Vauken, auch bekannt als der des Händlers Freuden,
Nee, Freundin, gewährt den Helden von Neverwinter ihren Segen. Im Kampf gegen die Feinde Neverwinters könnt ihr Geldbeutel Vaucains erhalten. Ihr müsst mindestens Stufe 10 erreicht haben und Monster mit höchstens Stufe 7 Unterschied bekämpfen. Ihr könnt sie entweder für eine sofortige Belohnung öffnen oder ihr bringt mehrere Geldbeutel zur Mondsteinmaske. Hä? Mit Monster mit höchstens 7 Stufen Unterschied. Das heißt, wenn ich Level 60 bin, kann ich hier farmen oder was? Okay, das ist ein interessanter Gedanke. Ihr könnt sie entweder für eine sofortige Belohnung öffnen oder ihr bringt mehrere Geldbeutel zur Mondsteinmaske. Wo war Händler sie gegen eine Kiste Vaucains oder gar gegen eine Schatzkiste eintauschen? Beide Kisten gewähren eine erhöhte Chance auf bessere Belohnungen. Wohlgemerkt ist nichts garantiert, doch die Vaucains, wie Vaucain war verkündet, findet das Gold die dreisten. Alles klar. Mit 7 Stufen Unterschied. Das ist interessanter Scheiß. Und mindestens ab Stufe 10. Ebenso interessanter Scheiß. Hier gibt's aber sonst nichts mehr, wa? Nee. Gut, dann gehe ich mal. Dann gehe ich mal raus hier. Ja, alles schön und gut und real. Einmal hin, alles drin. So. Auch jetzt habe ich dafür noch Werbung gemacht. Mann, wir kommen ja aber auch echt nicht voran bei Protectors Enclave, muss man immer sagen. Aber es ist ein MMO und hier muss man. Auch MMOs sollte man ab und zu auch mal genießen können. Gerade das hier, ich finde es sehr, sehr schön. Es hat eine schicke Grafik. Und es ist sehr stimmig. Die Quests, weiß ich noch nicht, was denen angeht, so ob die spannend sein könnten. Kein Plan. Ich hoffe mal. Und vielleicht ist es jetzt sogar besser als Teso. Wäre aber ein bisschen traurig, weil für Teso habe ich 70 € bezahlt. Und sogar, glaube ich, zweimal, wenn ich mich jetzt recht irre. Und hierfür einfach nur 20, weil ich es 3 Tage früher spielen konnte, was mir jetzt auch nicht wirklich was gebracht hat. Das war eigentlich dumm von mir. Aber wenn man die rosa Videospielbrille auf hat, dann, ja. Ist man nur mal geblendet von so einem Spiel. Muss man leider sagen. Was heißt leider? Es hat sich ja gelohnt. Aber die 20 € haben sich irgendwie nicht gelohnt, weil ich die halt nicht benutzt habe. So, jetzt gehe ich nochmal hier unten lang. Weil hier waren wir auch noch nicht. In der guten alten Beschützerstraße. Hier ist aber auch nichts wirklich. Und wo wir noch nicht waren, ist eigentlich überall außer hier jetzt klar. Und da unten, was auch immer der Turm des Wandels ist. Ich würde es eigentlich noch gerne herausfinden. Ich gehe jetzt mal hin. Turm des Wandels, ich komme. Ist wahrscheinlich eh so ein Endgame-Ding, aber pff, drauf geschissen. Danach machen wir auf jeden Fall die Quests weiter. Dann haben wir auch alles gesehen. Also in der nächsten Folge gibt es dann mal ein bisschen Action. Auch mal wieder ein bisschen Gekloppe. Aber ich habe nie versprochen, dass ich hier irgendwas Besonderes mache, sondern schön alles erkunde. Ich glaube, keiner von euch würde auch in diesem Spiel hier rushen. Klar, als Aufnehmender hat man so eine Art, ja, Priorität, so eine Art Aufgabe zu rushen, aber irgendwie auch nicht. Also ich bin trotzdem nicht so. Jetzt bin ich gespannt, was der Turm des Wandels ist und dann ist auch fertig mit der Protectors Enclave. Ich bin der Meinung, dass hier ist ein wellenbasiertes Ding, oder? Oh! Ich habe null Aussehensänderungen, also. Ah, ich kann ja alles verändern lassen, oder wie? Kann ich auch irgendwas untersuchen? Nee, irgendwie nicht. Ist auch geschlossen.
Ja gut, das war's. Man kann hier nur neue Kopfarten, die man gefunden hat, glaube ich, benutzen. Also neues Aussehen. Okay, dann rennen wir jetzt nochmal zurück zur Quest. Natürlich die erste Nebenquest, ist klar. Die Hauptquest machen wir noch nicht. Und dann wird endlich mal wieder ein bisschen gekämpft, ein bisschen gelevelt. Das Übliche halt. Und hier ist verdammt dunkel, ey, wieder. Gibt's ja gar nicht. Eine Folge werde ich dann auch noch aufnehmen, aber dann reichen 3 Folgen erstmal. Die ganze Woche ist dann schon gedeckt. Quasi. Oder? Morgen ist Mittwoch schon. Ey, krass, morgen ist schon wieder Mittwoch. Alter, morgen ist schon wieder Mittwoch bei mir. Das ist der Hammer. Also wenn das hier rauskommt, ist auf jeden Fall schon Mittwoch gewesen. Oder es kommt genau an einen Dienstag raus. Wie kann ich das wegmachen? So. Oder es kommt genau an einen Dienstag raus. Ja, nächste Woche halt. Das kann auch ganz gut sein. Naja. Die Drachengeborenen, das wollen wir machen. Genauso sieht es nämlich aus. Aber oben gab es, glaube ich, noch eine Quest. Die holen wir uns natürlich auch nochmal ab. Ist ja selbstverständlich. Hier gab es nämlich noch Leute zum Reden. Wer bist du denn? Bahamut, gib uns die Kraft, den bevorstehenden Prüfungen die Stirn zu bieten. Ich habe einige Fragen an euch. Wie kann ich helfen? Wer seid ihr? Ich bin Patrin Irtas, ein Kleriker von Bahamut. Erzählt mir etwas über Drachengötter. Am Anfang der Zeit gab es einen mächtigen Gott namens Lo. Ah, den kennen wir ja mittlerweile. Er war der Gott aller Drachen. Doch im großen Krieg zwischen den Primordialen und den Göttern wurde Lo getötet. Sein Körper wurde entzweigespalten. Sobald sein getrennter Leichnam die Erde berührt, stieg jede Hälfte als neuer Gott empor. Es waren Bahamut und Tiamat. Tiamat. Den kenne ich doch irgendwoher. Ach stimmt, das war hier eine Quest vorhin, also eine zeitbegrenzte Aufgabe. Wir verehren Bahamut, den Fürst der metallischen Drachen. Er bringt seinen Anhängern bei, stets Ideale, ja doch Ideale, Ehre und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Selbstverständlich verachten wir als seine Anhänger seine Schwester und Erzfeindin Tiamat. Sie ist die böse Königin der chromatischen Drachen. Okay, spannend, spannend. Und du bist? Wahre Gläubige können den Segen der Götter erlangen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr über mehr Erfahrung verfügt, und ich werde euch in die Geheimnisse der Anrufung einweihen. Ab Stufe 11 verfügbar hat in die Quest der Fall Karzow. Okay. Ja, sehe ich auch so. So, und hier ist ja irgendwo. Da ist er ja. Der Barasch. Bist du Barasch? Nee, das ist Feldwebel Nox. What the fuck? Wird doch zu Barasch. Oh mein Gott. Kann ich irgendwas machen? Nö. Kann ich irgendwas durchsuchen mal wieder? Nö. In der Stadt gibt es nichts zu durchsuchen. Oh, wer bist du denn? Händler der. Irgendeine Religion, okay. Okay, Freunde, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter. Was ist denn hier eigentlich? Okay, nichts Besonderes. Eigentlich schon, guck mal, mit dem können wir reden. Ich ziehe die Wildnis einer solchen Stadt jederzeit vor. Ja gut, Wildnis ist das jetzt hier nicht wirklich, aber es ist ganz schick. Gut, nichtsdestotrotz, Part zu Ende. Nicht wirklich viel erreicht, ich weiß. Aber im nächsten Part wird es dann Quests geben. Es wird der letzte Winkel Neverwinters entdeckt. Seid froh, dass das nicht so wie bei Tilsus 20 Folgen Durchsturzgebiet statt. Wegen den ganzen Lesen. Hier ist das nicht so der Fall. Ich habe nämlich auch ein bisschen geändert, was das anbetrifft. Und außerdem kann man ja nicht so viel lesen, was schon mal sehr, sehr gut ist. Gut, bis zum nächsten Part von. Oh, warte mal, ist da eine Leiter? Oh mein Gott, kann man hier etwa rauf? Wow, wie lame. Na gut, haut rein, bis zum nächsten Part von Neverwinter. Bis dann und tschüss. Oder ciao, oder wie auch immer.